Herzlich willkommen aus Wittenberg. Die Reformation geht weiter und wir sind im vierten und letzten Teil unserer Wüstenserie. Jesus selbst war auch mehrere Male in der Wüste und ich finde es spannend, mal nachzugucken, wie er so eine Wüstenzeit genutzt hat. Gleich nach seiner Taufe, ziemlich am Anfang, man kennt ja die Weihnachtsgeschichte und dann geht es eigentlich oft gleich in die Taufe weiter, hat Gott ja gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe, ihn hört. Das war so ein bisschen der Auftakt dazu, der Auftakt zu seinem Wirken. Und dann heißt es dort ganz spannend, und dann trieb ihn der Geist Gottes in die Wüste. Das heißt, Gott selbst sendet Jesus in die Wüste. Und ich denke, in dieser Zeit hat sich Jesus ausgerichtet auf das, was wirklich zählt im Leben, auf das, was sein Auftrag ist, auf das, was seine Ziele sind im Leben. Er hat sich fokussiert. Und am Schluss dieser Zeit, dann sagt die Bibel, und dann wurde er versucht. Und zwar an Körper, Geist und Seele. Wir schauen heute mal direkt rein, das ist nämlich ziemlich spannend. Versuchung. Versuchung ist sowas, wenn dir jemand ein Angebot macht und sagt, ich habe hier was ganz Tolles für dich, aber eigentlich was ganz anderes von dir will, was viel mehr kostet als das, was dieses Angebot zu sein scheint. Manche Vertreter sagen auch immer, Rabatte, mein Freund, das lass dir sagen, sind vorneweg schon draufgeschlagen. Deswegen sollte man sich, wenn man ein Angebot bekommt, immer überlegen, was steht da noch im Hintergrund. Das hat Jesus auch gemacht und wir schauen mal rein. Versucht Nummer 1 am Körper. Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte lang. Dann war er sehr hungrig. Da kam der Versucher und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus aber antwortete, in der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Jesus hat natürlicherweise Hunger, nachdem man 40 Tage gefastet hat. Und der Teufel kommt und er weiß, wer er ist als Sohn Gottes, welche Macht er hat. Und er sagt, du kannst die Welt verändern, du hast sie geschaffen und jetzt mach doch einfach aus diesen Steinen Brot und bedien dich an dieser Natur und ja, still deinen Hunger. Das klang vordergründig ziemlich verlockend. Der Trick dahinter war aber, Jesus wollte nicht als reiner Gott durch die Welt gehen und sagen, hier bin ich, seht mich an, ich bin Gott und ich erzähle euch jetzt mal hier, wo der Hase langläuft. Sondern Jesus wollte ganz Mensch sein. Gott wollte ganz Mensch sein und das Leben leben, wie wir es leben. Um sein Leben für uns geben zu können, damit wir in einer riesigen Freiheit leben können. Und das hätte er aufgegeben, wenn er seine göttliche Macht benutzt hätte, um seine eigentlich natürlichen Bedürfnisse zu stillen. Versucht am Körper. Nummer 2, versucht am Geist. Dann nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt, nach Jerusalem. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, springe runter. Denn in der Heiligen Schrift steht, und hier zitiert der Teufel die Bibel, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete, es steht aber auch in der Heiligen Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Was ist die Versuchung? Die Versuchung ist, die Versprechen, die Gott, Jesus, uns Menschen gegeben hat, auszunutzen. Und zu sagen, aus Jux und Dollerei springe ich hier mal vom Turm oder vom Tempel herunter und Gott wird sich schon irgendwie um mich kümmern. Also versucht am Körper, versucht am Geist und jetzt versucht an der Seele. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich, diesmal auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche der ganzen Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit. Er sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn in der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein verehren. Daraufhin verließ ihn der Teufel und es kamen die Engel und sorgten für ihn. Hier versucht der Teufel, Jesus bei der Seele zu packen und zu sagen, ich gebe dir das, wonach deine Seele dürstet. Nach Anerkennung, gemocht, geliebt zu werden und das alles gebe ich dir.
unter der Bedingung, dass du mich als Herrn dieser Welt anerkennst. Jesus wusste aber, wer er war, dass er diese Welt, dass er auch den Teufel in diese Welt mit hineingesetzt hat, auch wenn er, naja, sich das alles anders mal gedacht hat. Aber das ist eine andere Predigt. Und Jesus sagt, nee, es geht darum, dass ich mit meinem Leben Gott diene und die Menschen zu Gott führe. Und Jesus ist gekommen, um genau dem zu begegnen und zu sagen, in mir habt ihr alles, was ihr braucht. Jesus versucht an Körper, an Geist und an der Seele. In dieser Wüstenzeit war er zurückgeworfen auf das, was so seine grundlegendsten Lebensweisheiten, Lebensziele waren. Und ich habe den Eindruck, gerade sind wir auch in so einer Wüstenzeit und wir sind auch zurückgeworfen auf das, was unser Grundlegendstes ist. Das, was wir irgendwann verinnerlicht haben als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener, wo wir merken, das sind so Strategien im Leben, die funktionieren. Die Versuchung am Körper ist ja immer eine, es fühlt sich gut an oder es sieht schön aus, aber langfristig gesehen tut es uns eigentlich nicht gut. Ganz billiges Beispiel, ne? So ein schönes Stück Torte, jeden Tag, weil es braucht man und es schmeckt gut. Im Englischen gibt es den Spruch, a second on your lips, forever on your hips. Das kann auch eine Versuchung sein. Hört man nicht immer in Predigten, dass der Körper und dass wir so sind, auch einen Wert und eine Würde hat. Oft ist das Christian ja eher so ein bisschen was Vergeistigtes. Aber ich denke, Gott beruft uns auch da, gut mit uns umzugehen. Versucht am Körper. Versucht am Geist. Die Frage dahinter ist wahrscheinlich, wonach strebe ich im Leben? Und wieder, manchmal scheint es sich gut anzufühlen oder es scheint gut auszusehen. Ganz einfach Klickzahlen oder Instagram-Profile oder möglichst gute Jobs oder Bankkonten. Und das ist auch alles gar nicht schlecht. Aber wenn es das ist, woran ich meine Seele hänge, dann wird es schwierig, wenn das plötzlich wegbricht. Und viele merken gerade, es bricht gerade ziemlich viel in meinem Leben weg. Also wo bin ich eigentlich hinterher? Und was kann mir einen Frieden, eine Zufriedenheit und ein Glücklichsein geben, was nicht abhängig ist von dem, was ich leiste? Das ist, glaube ich, eine Frage, die da im Hintergrund steht und die du für dich beantworten musst. Wo du sagen musst, da habe ich was, das ist unabhängig von dem, was ich leiste. Weil wenn das irgendwann mal aufhört, im Alter, durch Demenz, durch einen Unfall, dann bin ich immer noch was wert. Dann habe ich immer noch eine Würde. Versucht am Körper, versucht am Geist, versucht an der Seele. Und die Frage der Seele ist, wer bin ich? Was fühlt sich gut an und was sieht schön aus? Und da gibt es unglaublich viele Versuchungen, die auch manchmal in Staatsform gegossen sind. Manchmal ist es Nationalismus, manchmal ist es Rationalismus oder Rassismus oder Anarchismus. Und es scheint etwas zu sein, was mir Halt und Identität gibt. Aber in allermeisten Fällen ist es in Abgrenzung gegenüber anderen Menschen. Und dem Leben in Harmonie, in einem Miteinander, was nicht nur mich würdigt, sondern auch noch den anderen, wenn er anders denkt und anders tickt als ich. Das ist schwer. Versucht an der Seele, wer bin ich? Meine eigene Seele oder die Seele in der anderen? Das ist der Preis, der da manchmal mit drin steckt. Wüstenzeiten. Wüstenzeiten sind schwer. Wüstenzeiten fordern uns unendlich heraus. Aber Wüstenzeiten können auch eine große Chance sein. Ich erlebe es gerade, dass viele Vereine, Kirchen, Gemeinden oder Einzelmenschen sich in dieser Zeit jetzt überlegen, wer bin ich? Was will ich? Wie lebe ich gerade? Und will ich das eigentlich? Wie bin ich hierher gekommen? Welche Versuchungen bin ich? In welche Fallen bin ich da hineingetappt? Und lebt das jetzt, ohne es groß zu reflektiert zu haben. Versucht an Körper, am Geist und an der Seele. Wie willst du leben? Wer bist du? Und wo bist du hinterher? Diese Wüstenzeit gerade kann für dich auch zu einer Riesenchance werden,
dich neu auszurichten, zu fokussieren, wie Jesus es in der Wüste getan hat. Alte Verhaltensweisen, Traditionen auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, ich nutze jetzt diese Zeit für den Ausstieg. Aber es gibt ein Gebet im Psalm 31, das nimmt genau die Situation auf, wo jemand in der Wüstenzeit sagt, ich möchte mir neu mein Leben ausrichten auf das, was langfristig zum Guten dient. Und das ist ein schönes Beispiel, was du mitbeten kannst. Ich werde den Text jetzt lesen, Psalm 31, Verse 2 bis 6, und lade dich ein, das zu deinem Gebet zu machen. Bei dir, Herr, suche ich Zuflucht. Lass mich nicht scheitern, zu keiner Zeit. Rette mich, du bist doch gerecht. Hab ein offenes Ohr für mich und hilf mir schnell. Sei für mich ein Fels, ein Versteck, eine feste Burg, in die ich mich retten kann. Ja, du bist mein Fels und meine Burg. Zeig mir den Weg und führe mich. Dafür stehst du doch mit deinem Namen. Lass mich aus dem Fangnetz entkommen, das sie heimlich für mich ausgelegt haben. Denn du bist meine Zuflucht. In deine Hand lege ich mein Leben. Gewiss wirst du mich befreien, Herr. Du bist doch ein treuer Gott. In allen Versuchungen kommt Gott mit seinen Engeln und führt uns hindurch. Strength will rise upon the Lord. As we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong. The ever.
So geht jetzt in diese Woche, in diese Passionszeit, in der wir uns gerade befinden, und in diese Wüstenzeit unter dem Segen Gottes. Der Herr öffne deine Augen dafür, wer du wirklich bist. Der Herr berufe dich für Ziele in deinem Leben, die dir Heil und Segen bringen und deine Umgebung ringsherum. Der Herr gebe dir Würde, Kraft und Identität, gerade dann, wenn du an dir zweifelst. Gott sei mit dir. Amen.